schon in der Außengruppe in Speicher, durch meine psychische Erkrankung kann ich nicht allein wohnen. Oder bin noch nicht so weit. Ich möchte etwas auf die Beine stellen, also selbstständiger werden. Aber so ganz genau weiß ich noch nicht, wohin die Reise geht. Ich hatte früher teilweise Probleme gehabt, längere Zeit arbeiten durchzuhalten. Und jetzt habe ich jetzt halt hier gelernt, kontinuierlich dran zu bleiben. Auch wenn Ihre Situation noch so schwierig ist oder Sie in Ihrer Situation vielleicht sehr anspruchsvoll sind, so gilt es, Ihnen gerecht zu werden und Ihnen zu helfen, sich zu entwickeln. Jeder einzelne Klient steht mit den Symptomen, die er hat, im Vordergrund, aber wir orientieren uns in erster Linie an seinen Ressourcen und nicht an seinen Defiziten und bauen auf seinen Ressourcen auf. Wir begleiten auf Augenhöhe. Wir verhandeln statt behandeln. Uns ist einfach wichtig, dass jeder das, was wir ihm an Begleitung entgegenbringen wollen, selbst mitbestimmt. Ein eigenständiges Leben führen. Durch seine psychische Krankheit blieb das für René Rentsch lange Zeit nur ein Wunsch. Jetzt hat er Fuß gefasst, wohnt in einer betreuten Außenwohngruppe in der Nähe und bekam auf dem Schönfelder Hof die Gelegenheit, verschiedene Arbeitsmöglichkeiten zu erproben. Jeder soll für sich erst einmal feststellen, welche Art von Arbeit ihm liegt. Die Angebote sind vielfältig. Ich war vorher in der Küche, war ich vorher. Da hat es nicht mehr so ganz funktioniert. Und da gehe ich in die Bäckerei. Die Bäckerei gefällt mir besser als in der Küche. Also ich möchte wahrscheinlich noch ein paar Jahre hier bleiben, weil ich mich einfach nicht so weit fühle und ich mich einfach noch nicht so weit bin für den normalen Arbeitsmarkt. Die St. Bernhards Werkstätten in Zemmer bieten vielfältige Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Benjamin Eschweiler hatte es geschafft, in einer Jugendhilfeeinrichtung eine Ausbildung als Beikoch zu machen. Aber wegen seiner psychischen Erkrankung konnte er auf dem ersten Arbeitsmarkt zunächst keine Stelle bekommen. Bei den barmherzigen Brüdern Schönfelder Hof hat er mehr als einen Arbeitsplatz gefunden. Ich wollte auch gern weiterhin als Beikoch arbeiten und habe dann hier angeboten bekommen, hier zu arbeiten. Werde auch von einem Schönfelder Hof betreut in Schweich. Wohne da in der WG mit drei anderen Leuten zusammen. Und ich wollte das gern weiterhin so machen. Weil das ist mein Traumberuf und ja, das passt so, wie es ist. Zu den Mitarbeitern der Großküche gehören zurzeit auch 12 Klienten. Für die einen ist es ein Dauerarbeitsplatz, für andere ein Sprungbrett zu einer Ausbildung auf dem Weg zum allgemeinen Arbeitsmarkt. Hier können sie Erfahrungen sammeln und selbst entscheiden, ob dies der passende Beruf ist. Wir erproben mit ihnen, ob das der Arbeitsplatz ist für die Zukunft oder ob man eine Ausbildung machen kann, ob sie sich für den Beruf Koch oder Köchin eignen. Es gibt ja gewisse motorische Fähigkeiten und da kann man schon was erreichen. Es muss dem jungen Menschen auch Spaß machen, dass er sehen kann, dass er was kann, dass er eine Leistung erbringen kann, die ihn positiv bestärkt. Bereits vor Jahren haben die Fachleiter der Sozialeinrichtungen der BBT-Gruppe damit begonnen, die Lebensräume für psychisch Kranke zu öffnen, weg von einer Betreuung in Heimen. Landkreise und Kommunen in Rheinland-Pfalz müssen die Versorgung von psychisch kranken Menschen garantieren. Und die Einrichtungen der BBT-Gruppe sorgen dafür, dass dies auf höchstem Niveau geschieht. Wir haben gemeinsam mit den Kommunen in unserem Umfeld Versorgungsaufträge formuliert. Und die dann auch entsprechend umgesetzt. Wir haben die Kommunalpolitik hinter uns, wir haben die Landespolitik hinter uns, die hinter uns steht und die eben auch für diese Richtung steht, für diese Orientierung in Richtung Ambulantisierung steht. Und was das Besondere hier so ist, das möchte ich vielleicht so als so ein bisschen als ein, ja, vielleicht Alleinstellungsmerkmal, wie auch immer man das nennen möchte, ich möchte der anderen nicht auf die Füße treten, ist, dass man hier sehr genau Veränderungen, Neuerungen,
neue Krankheitsbilder etc. sehr genau beobachtet, sehr schnell reagiert und innovativ mit neuen Konzepten versucht, dem Versorgungsauftrag, nämlich einer adäquate Angebote für psychisch kranke Menschen gerecht zu werden. Das Wohnangebot der barmherzigen Brüder Rilchingen ist deshalb vielfältig und richtet sich nach den Bedürfnissen und dem Stand der psychischen Beeinträchtigung der Klienten. Das Haus Elisabeth ist für viele eine Station auf dem Weg zum selbstständigen Leben. Wir sind natürlich bestrebt, bei Klienten, die einfach noch Ressourcen haben und Fähigkeiten oder das auch als Ziel formulieren, dass die das so weit wie möglich erhalten. Und deswegen ist es für die eben wichtig, auch hier so eine Trainingsmöglichkeit zu haben, Alltagsgeschichten, Hauswirtschaftssachen zu erlernen, zu trainieren und nicht zu verlieren. Und deswegen machen Klienten wie der Herr Bohr ihre Wäsche zum Beispiel dann auch selbstständig. So vielfältig wie die psychischen Erkrankungen und Beeinträchtigungen der einzelnen Klienten sind die Hilfestellungen, die für ihr Leben notwendig sind. Wir sprechen regelmäßig mit den Klienten, machen sogenannte Hilfepläne, wo auch für jeden Einzelnen dann Ziele und Maßnahmen festgelegt werden. Und die sind wirklich völlig individuell. Also von einer Maßnahme, die heißt, wir sind froh, wenn jemand eine halbe Stunde am Tag einer Beschäftigung nachgeht, bis zu jemand arbeitet auswärts, um irgendwann noch mal alleine leben zu können. Manfred Staude und Rainer Bartsch wohnen in einer Außenwohngruppe. In einem ganz normalen Wohnhaus im Dorf haben die barmherzigen Brüder Rilchingen eine Wohnung für sie angemietet. Die Versorgung in einem Heim brauchen sie schon länger nicht mehr. Die Betreuung, die wegen ihrer Erkrankung nötig ist, regeln die Mitarbeiter der barmherzigen Brüder Rilchingen ambulant. Das ist besser wie eine Einrichtung, ne? Also Außenwohngruppe. Ich bin zufrieden, ja. Ich komme mit ihm gut klar, weil er mich versteht und ich ihn verstehe. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, schwätze mal mit der Betreuerin. Für die beiden Herren bedeutet das große Selbstständigkeit mit bestmöglicher Versorgung. Alle Menschen sind unterschiedlich und ich denke, das entspricht ja auch unserem Gottesbild. Zu schauen, was braucht der einzelne Mensch, und das kann sich sehr weit unterscheiden. Der eine braucht einen Schutzraum, um sich dort auszuentwickeln. Der andere möchte die schon erlangte Selbstständigkeit erhalten und weiter fördern. Herr Dreiso, stellen wir nochmal die Medikamente für die Woche, ja? Wilhelm Dreiso wohnt nach langer stationärer Behandlung trotz psychischer Erkrankung wieder in der eigenen Wohnung in seinem Heimatdorf. Die Unterstützung, die er für seinen Alltag braucht, erhält er vom Schönfelder Hof. Und da unterstützen wir ihn so viel, wie wir müssen, aber versuchen, seine Selbstständigkeit so gut zu fördern, wie es geht. Hallo, jetzt da. Hallo. So wie Wilhelm Dreiso sind viele Klienten in ihrer Nachbarschaft bekannt und werden mit ihrem Anderssein akzeptiert. Wenn ich also sehe, dass auch damit Ängste abgebaut worden sind in der Bevölkerung. Heute werden Nachbarn von unseren Bewohnern zu Kaffee und Kuchen am Wochenende eingeladen. Oder sie werden eingeladen vom Nachbar zu einem Grillabend. Das hätte es früher nie gegeben. Früher waren Ängste da, es waren Vorbehalte da. Und das heute mitzumachen und diese Freude in den Augen der Menschen zu sehen, das ist was Faszinierendes. Thomas Jacobs macht sich jeden Morgen von zu Hause auf zum gemeindepsychiatrischen Betreuungszentrum der BBT-Gruppe in Schweich. Die Menschen, die aus der Umgebung hierher kommen, brauchen aus den verschiedensten Gründen eine Tagesstruktur und eine Förderung ihrer Fähigkeiten. Auch Wilhelm Dreiso kommt jeden Tag hierher. Dann erstmal guten Morgen für alle, die ich vielleicht noch nicht begrüßt habe. Guten Morgen. In der Morgenrunde wird besprochen, was es zum Mittagessen gibt, wer einkaufen geht und wer kocht. Für die einen ist das Betreuungszentrum eine Durchgangsstation, andere kommen jahrelang hierher. Jeder soll sich nach seinen Möglichkeiten einbringen. Herr Trockenmüller, Sie essen ja auch nie. Wie wär's? Könnten Sie sich vorstellen, nach dem Essen um zu helfen, abzuräumen und die Tische sauber zu machen heute? Ja, kann ich machen. Würden Sie machen. Danke.
Einkaufen. Scheinbar alltäglich. Für die beiden hier ist die Bewältigung solcher Alltagssituationen nicht selbstverständlich. Ich habe eine Leistungsschwäche bekommen und deshalb habe ich Medikamente bekommen. Und das ist sehr wohltuend. Und die Leistungsbereitschaft und physisch und psychisch durch die Nervendurchblutung wird angeregt. Und ich bin sehr zuversichtlich, da ich wieder eine Ausbildung bekomme und auch wieder mit Führerschein mit Auto. Und schlechtes Abend? Ja. Sehr gut. Wunderbar. So, Thema Demenz. Auch diese jungen Leute sind Klienten. Sie machen eine Ausbildung als Servicekraft in der Altenpflege. Ein Jahr lang werden sie in Theorie und Praxis geschult. Eine Qualifizierungsmaßnahme der barmherzigen Brüder Schönfelder Hof, mit der ihre Klienten die Möglichkeit haben, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen oder eine weitere Ausbildung anzuschließen. Also die Servicekräfte finden auf allen Fällen da ihren Platz, wo die normale Pflegekraft keine Zeit mehr zu hat. Also gerade alles, was im Bereich Betreuung, Betreuungsaufwand steht, da sind unsere Pflegekräfte dann am Zug und können sehr viel Arbeit den examinierten Pflegekräften abnehmen. Grüß Gott, Pater. In diesem Altenheim macht Irene von Wirth ihren praktischen Teil der Ausbildung. Ich habe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Schwierigkeiten, ich kann mich nicht so gut durchsetzen. Und dann hat mir der Mann beim Arbeitsamt gesagt, oh, versuchen Sie es mal auf dem Schönfelder Hof. Also der Lehrgang geht noch bis Ende Oktober. Und also ich würde mich freuen, wenn ich hier auf dieser Station bleiben könnte, weil mir die Menschen ans Herz gewachsen sind, sowohl die Bewohner als auch die Mitarbeiter. Wenn psychische Erkrankungen bei Menschen neu auftreten oder sich stark verändern, kann eine stationäre Behandlung hilfreich sein. In der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der barmherzigen Brüder Saffig steht den Patienten ein umfangreiches Therapieangebot zur Verfügung. Hier werden Ursachen der jeweiligen Störungen erforscht und Heilungsmöglichkeiten angeboten. Ich glaube, der wichtigste Punkt in der Einzel- oder auch in der Gruppentherapie ist, die Patienten in eine Erfahrung zu ermöglichen, wo sie sich wieder mehr Wert erleben und dadurch eine Selbstwertsteigerung stattfindet. Für viele Menschen ist Kunst eine sehr persönliche und individuelle Ausdrucksform ihres Inneren. Im Kunstwerkstattatelier der barmherzigen Brüder Saffig wird die Kreativität zur Therapie. Manche Klienten sind wirkliche Künstler. Sie können die Ergebnisse ihrer Schöpfungen bundesweit in Gruppen- oder Einzelausstellungen präsentieren. Es war zuerst eine Demütigung, krank zu werden, nicht mehr ganz so gebraucht zu werden, nicht mehr so viel zu verdienen. Der Radius wird kleiner, aber trotzdem ist Möglichkeit da zu wachsen. Und das nehme ich in Anspruch. Also ein bisschen mitmischen möchte ich auch noch. Also wir sind nicht weg vom Fenster. In den verschiedenen Werkstätten der barmherzigen Brüder Saffig wird wie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt produziert und hergestellt. Aber unter anderen Bedingungen. Bedingungen, die die Klienten mitbestimmen. Ich habe keine Ausbildung gelernt. Habe einen Hauptschulabschluss nachgemacht. Schaffe aber nicht den psychischen Druck auf dem ersten Arbeitsmarkt. Den halte ich nicht aus. Ich versuche es aber jetzt noch mal demnächst. Ich hatte jetzt ein Praktikum gemacht von einer Woche beim Kfz-Service Niedermark. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und das stelle ich mir halt auch vor, so mit Kfz-Mechaniker-mäßig. Muss ich mal gucken. Gezwungen wird hier niemand. Die meisten der Klienten merken, dass ihre Arbeit sie weiterbringt. Sie werden gefordert, aber nicht überfordert und wundern sich manchmal selber über das, was sie leisten können. Ja, also im Großen und Ganzen bin ich hier zufrieden. Aber im Leben ist man nie wirklich ganz zufrieden. Es gibt immer Wünsche. Naja, außer doch noch eine Arbeit und Ausbildung dann zu finden. Man hat ja nicht immer Glück im Leben.
Am Arbeitsleben teilnehmen, das heißt hier gleichzeitig eine Tagesstruktur zu haben und dabei etwas Produktives zu leisten. Also ich bin sehr zufrieden hier, ne, weil hier eine Ausgeglichenheit ist, man hat keinen Druck. Ja, man kriegt in Ruhe etwas gezeigt und wenn wir für Kunden Aufträge annehmen, dann wird das wohl gewissenhaft gearbeitet. Aber hauptsächlich dieser Druck, das muss in 2 oder in 2 Tagen fertig sein, der herrscht hier nicht. Ja. Wer Mitarbeiter in den Einrichtungen der BBT-Gruppe ist, trägt hohe Verantwortung. Die Klienten und ihre vielfältigen Krankheitsbilder sind für sie eine menschliche und fachliche Herausforderung. Den meisten ist es wichtig, einen Arbeitgeber mit christlichem Anspruch zu haben. Man hat als Mitarbeiter hier viele Möglichkeiten, auch im Fort- und Weiterbildungsbereich. Es gibt interne Fortbildungen, die Möglichkeit, externe Referenten hier herzuzuholen. Man kann sich auch weiterbilden in gewissen Bereichen, die halt dann hier gebraucht werden oder wo man auch selbst Interesse hat. Und das ist schon eine hohe Attraktivität. Das Schöne und Frohmachende an unserer Arbeit ist eigentlich das, dass wir Menschen neuen Lebensmut geben können, dass wir ihnen Hoffnung schenken und dass wir somit ganz nah bei dem sind, was uns Jesus Christus vorgelebt hat und wir im Geist Jesu Christi diese Aufgabe erfüllen können. Das macht Freude und ist eine lohnenswerte und schöne Aufgabe. Klienten und Mitarbeiter. Auch in der Band spielen sie gemeinsam. Auf der St. Bernhardskirmes feiern alle zusammen. Die Klienten, die Mitarbeiter, die Angehörigen und die Leute aus der Umgebung. Menschen mit psychischen Erkrankungen zur Seite stehen und auf ihrem Weg zu fördern. Die barmherzigen Brüder sind mit ganzem Herzen bei ihrer Aufgabe. Das Vertrauen basiert ja darauf, dass wir im Grunde genommen einen Versorgungsauftrag an eine Einrichtung abgegeben haben. Wir sagen, wir vertrauen euch, dass ihr die Menschen, für die wir im Landkreis Sorge zu tragen haben, die psychisch kranken Menschen, dass sie bei euch gut versorgt sind. Dass wir euch trauen können, dass wir wissen, ihr setzt alle die Mittel ein, die den Menschen zum Besten gelangen. Und dieses Vertrauen zum Schönfelder Hof, zu den gemeindepsychiatrischen Angeboten der Barmherzigen Brüder Trier, dieses Vertrauen haben wir. Musik.